Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Pferdewetten.de TV. Am Sonntag ruft Hoppegarten und die Stars der Szene reisen in die Hauptstadt an, um zum großen Preis von Berlin dabei zu sein. Der ehemalige Deutschlandpreis, früher in Düsseldorf ausgetragen, findet ja ab diesem Jahr in Berlin statt. Und es ist natürlich wie in jedem Jahr der erste Jahrgangsvergleich zwischen den älteren und den dreijährigen Pferden über die Steherdistanz von 2400 Metern auf Gruppe 1-Ebene. Darüber hinaus erleben wir noch mit dem internationalen Superhandicap, dotiert mit 80.000 Euro, ein faszinierendes Rennen hochklassiger Pferde. Und beide Rennen möchten wir heute uns hier intensiver ansehen. Das sind ich und natürlich Peter Heugel, den ich wieder ganz herzlich begrüßen will. Hallo Peter. Hallo Peter. Peter, wir steigen direkt mal in das Gruppe 1 Rennen ein. Beginnen mit dem Starterfeld. Start Nummer 1, Cavalry Man. Ja, Gast aus England. Hat, finde ich, in diesem Jahr einen leichten Formrückgang, aber nur einen leichten. Im letzten Jahr war er immer auf Gruppe 1 Level unterwegs. Man darf nicht vergessen, dritter Mercedes-Benz-Preis und dritter auch im Grand Prix de Milan, des Jockey Club. War ein Kopf von Night Magic, also ist schon das gegebene Pferd, glaube ich, in dem Rennen. Mhm. Wir haben noch einen Gast aus England, die Nummer 2. Dandino, Tom Quilly im Sattel, ein Pferd, das sich durchaus kontinuierlich gesteigert hat. Ich fand da eine interessante Parallele. Er hat im letzten Jahr das Handicap in Ascot gewonnen, das in diesem Jahr der Derby-Favorit Brown Panther gewinnen konnte. Hatte sich dann auch weiter gesteigert und war in diesem Jahr Vierter im Coronation Cup und zuvor Gruppe 2-Sieger. Sicherlich auch ein ganz interessanter Kandidat. Ich finde den auch brandgefährlich. Die Startnummer 3, da gibt es viel zu erzählen wahrscheinlich, Lukas Cranach. Lukas Cranach, ne, hat sich jetzt im Gruppesegment eindrucksvoll bewiesen. Ne, hat seinen letzten Start, das war der Hansa-Preis in Hamburg, eindrucksvoll gewonnen und zählt durchaus zu den zu schlagenden Pferden. Mhm. Beim Thema zu schlagende Pferde. Scalo? Scalo, klar, in Gruppe 1 und Gruppe 2 zu Hause. Beim letzten Start in Mailand im Gran Premio di Milano war er ein bisschen unglücklich, aber hat davor drei Rennen am Stück gewonnen auf Gruppeniveau. Das ist eigentlich ja, für mich der Favorit. Und natürlich auch der beste deutsche Vertreter und auch der Top-Stier des Landes. Ne? Also wenn wir jetzt vor dem Rennen mal sagen, er ist der beste ältere Steher in Deutschland, kann man das unterstreichen, auf jeden Fall. Ja, ich denke das auch. Galopper des Jahres auch nicht umsonst. Du hast das alles schon erwähnt. Mailand, das hast du auch gerade mal angeführt, war wirklich ein bisschen mit Pech behaftet. Wird wahrscheinlich Favorit des Rennens. Ja. Gehen wir mal davon aus. Gut, dann kommen wir zum Pferd, das wahrscheinlich nicht ganz so kurz am Totalisator stehen wird. Das ist die Startnummer 5, Sirlando. Ja, gut, ich bin ja irgendwie ein Freund von dem, weil der Gast aus Norwegen immer ein bisschen ranriecht und den unsrigen ein bisschen das Leben schwer macht. Zuletzt, also auch im letzten Jahr war er Derby-Vierter. In diesem Jahr war er Zweiter im Gerling-Preis und Dritter im Hansa-Preis. Ist ja auch schon ein bisschen Ausrufezeichen. Ich mag den ganz gern. Ich mag das auch, wenn du sagst, das ist einer, der immer ranriecht und der immer vorne hinläuft. Und du magst ihn beim letzten, wo du das gesagt hast, das war Salters im Derby und der war dann auch da vorne mit dabei. Gut, beim nächsten Kandidaten, die 6, Solidaro. Hat der Chancen? Solidaro, ich glaube, er ist zwar Distanzsieger, aber ich glaube, das allein reicht nicht. Der wird es ein bisschen schwer haben. Man muss ja dazu sagen, das Haus Schlenderhahn hat natürlich das ganze Jahr Riesenform, in großen Rennen immer zu beachten, aber ich glaube, diesmal wird es eng. Mhm. Die Startnummer 7, Night Magic. Ja gut, da braucht man nicht viel drüber erzählen. Galopper des Jahres, beste Stute Deutschlands, mehrfache Gruppe Siegerin und Gruppe 1 Siegerin. Ist natürlich auch brutal interessant. Mhm. Diesmal auch wieder mit dem Philipp unterwegs, mit Minerik. Der kennt die Stute, hat mit der Gruppe 1 gewonnen, Mercedes-Benz-Preis. Ja. Jetzt auf der Abschiedstournee, wie Trainer Fiege uns verraten hat. Soll ja dann in die Zucht gehen, wunderbar. Genau. Ja, ist auch das Pferd, gehört auch zu den Top 3. Mhm.
Gut, die Startnummer 8, Superstition. Hat schwer. Der letzte Sieg oder das letzte Rennen, das sie bestritten hat, hat es gewonnen in Mailand, Listenrennen. Mhm. Aber das alleine, glaube ich, ist nicht ausreichend. Es ist mit Sicherheit eine tolle Studie, aber es könnte der letzte Sieg. Hat Gruppeambitionen, sein, ganz klar, aber Gruppe 1 ist auch so 2 Schritte zu hoch, denke ich. Aber dann kommen wir doch einfach mal zum Salz in der Suppe dieses Rennens. Das sind die 2 dreijährigen Pferde. Zum einen die Startnummer 9, Gerion. Tja, hat eine tolle Karriere vorzuweisen. Mel Mühlens 2., Union 3., leider im Derby nur 10. Aber ich glaube schon, dass er da sicher nicht nur am Boden, sondern auch am Weg gescheitert ist. Für mich ist er nicht der ganz große Steher. Der Trainer bleibt hartnäckig. Dann auch noch die Heimatbahn, hat auch eigene Gesetze. Mhm. Aber also man müsste abwägen zwischen dem verlockenden Gewicht. Er trägt ja doch nur 54,5 Kilo. Das sind 5,5 Kilo weniger als die Pferde oben. Ne? Das ist richtig. Das ist schon interessant, aber wenn man nicht stehen kann, kann man nicht stehen. Er muss es diesmal beweisen. Jetzt gibt es dann keine Ausreden. Und die Startnummer 10, Daydream? Daydream, ja, gut. War jetzt zuletzt, oder dieses Jahr im italienischen Derby 3. Und danach hat es die italienischen Oaks gewonnen. Mit einem Stalljockey, anderer Starke unterwegs. Wurde nachgenannt für dieses Rennen. Dürfte das Team um die Stute viel Meinung haben. Für mich in dem Rennen, glaube ich, reicht es nicht. Okay, gut. Das ist ein Wort. Dein Tipp. Scalo, Night Magic, Lukas Granach. Das ist sicherlich ein populärer Einlauf in diesem Rennen, ohne die Ausländer. Ohne die Ausländer. Aber das nehmen wir gerne so. Ich bin, wie gesagt, ein Freund von Zalando, aber naja, bleiben wir diesmal bei den Einheimischen. Gut, dann kommen wir zum sehr, sehr interessanten Handicap. In dem Rennen wird auch die Viererwette ausgespielt, eine der beiden Viererwetten mit 25.000 Euro garantierter Auszahlung. Relativ großes Feld, interessantes Feld ist da zustande gekommen. Bevor wir auf jeden einzelnen Kandidaten eingehen, fassen wir zuerst einmal deinen Tipp zusammen. Auf wen hast du Mumm in diesem Rennen? Ich habe auf meine 3 Empire Storm, Combat Zone, Indomito. Warum? Warum Empire Storm? Ja, ich meine, der dürfte schon das Pferd in dieser Prüfung sein. Auf Gruppe und Listenrennen ein paar Mal platziert, mit Stalljockey unterwegs. Ja, mehr kann jetzt gar nicht drüber verlieren. Mhm. Für dich der Favorit, ja. Dann Indomito. Indomito hat nach einer 3-monatigen Pause auf Anhieb gewonnen. Ist auch jetzt ein bisschen von der Distanz verändert worden. Jetzt auf dem Weg unterwegs und oder auf etwas mehr Weg unterwegs. Davor 4-mal in Dubai gelaufen, ohne wirklichen Erfolg. Aber anhand der letzten Form, glaube ich, ein ganz interessanter Kandidat. Mhm. Und letztes Jahr ist er nur auf Gruppe-Level unterwegs gewesen. Mhm. Von daher. Andreas Wöhler würde den Einlauf sicherlich gerne nehmen, den wir jetzt gerade vorhersagen. Ich habe auch ein bisschen Mumm auf das Pferd offen gestanden und wir haben uns nicht abgesprochen. Als ich das Pferd gesehen habe, ein ganz, ganz tolles Modell, der jetzt auch einigermaßen frisch in dieses Rennen reinkommt. Ja. Und er hat mir auch, wenn es nicht für ganz vorne gereicht hat, in Dubai sehr gut gefallen. Und rein rechnerisch steht er eigentlich mit seinen 57 Kilogramm halbwegs verlockend in der Partie. Bin ich bei dir? Und dann das dritte Pferd deiner Wahl war Combat Zone. Combat Zone, ja. Im letzten Jahr noch Seriensieger unterwegs, hat er, glaube ich, 5 oder 6 Stück hintereinander gewonnen, inklusive 2 Ausgleich-1-Siege. Auch in dieser Saison hat er schon 2 Ausgleich-1-Siege vorzuweisen und von daher ist es mein Dritter. Fährt absolut in Topform, gebe ich dir recht. Man gewinnt auch nicht jeden Tag einen Ausgleich-1 mit 60 1. Kilo. Das ist richtig. Ich bin mir nicht so ganz sicher mit den 1800 Metern, da durfte er so wirklich noch nie über diese Distanz, aber das Pferd hat Form und steht auch sehr interessant vom Gewicht, von den Gewichtsverhältnissen her in der Partie.
sind natürlich noch ganz viele andere sehr viel chancenreich. Im Grunde findet man eigentlich kein Pferd, das nicht wirklich eine Chance hat. Deswegen ist das ja auch ein Handicap. In dem Rennen hat echt jeder was vorzuweisen. Jeder war irgendwo listenplatziert, hat Ausgleich 1 gewonnen, ist im Grupperennen getanzt und hat da mal rangerochen. Von daher ist fast jeder ja, im Bereich des Möglichen. Ja, genau. Dann schaue ich nochmal. Ja, ein Pferd, das man auf jeden Fall erwähnen müssen, ist natürlich der Gast aus England, Secrecy, Start Nummer 1, trägt Höchstgewicht, ist am höchsten eingeschätzt in diesem Rennen. Das Pferd ist noch nicht schlechter als Vierter gewesen. Das zeigt schon, dass es ja, einfach sehr viel Klasse mitbringt. Listen platziert, Gruppe platziert, wie fast jeder Kandidat fast in diesem Kandidat, Rennen. Genau. Gewann vor circa 10 Tagen in Doncaster und ja, wird wahrscheinlich sogar Favorit werden. Auch wenn ich nicht so ganz gerne Pferde mit Höchstgewicht in Handicaps wette. Das Pferd wird sicherlich eine tragende Rolle spielen. Neatico, wir wissen, ein ganz veritables 90-Kilo-Pferd. Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar mehr. Gruppe platziert dieses Jahr schon. Zaungast, was fällt dir dazu ein? Ja, Zaungast ist halt, ich glaube, mit einer, wenn nicht das dienstälteste Pferd in dem Feld, mit 7 Jahren. Wenn er sich an alte Leistungen erinnert, dann ist er auch befähigt, da in die Platzwette reinzulaufen. Mhm. Aber leicht wird es nicht. Ja. Ich will jetzt einfach ein Pferd noch erwähnen, wo ich mir nicht so ganz sicher bin. Du hast gerade gesagt, für dich hat er keine Chance. Ich habe gesagt, naja, vielleicht ist es doch ein Pferd für die Überraschung, zumindest in der Platzierung, das ist die 12 Point Blank. Weil ich glaube, dass das Pferd vielleicht zur erweiterten Spitzenklasse gehört in Deutschland, was die Meile angeht. Die erweiterte bewusst. Ja. Aber wenn das Pferd 80, 82, 83 Kilogramm zeigen kann, mit 10 Kilo nach oben hin, ist er vielleicht nicht ganz chancenlos. Ja, ja. Ich nenne ihn einfach mal für Fans der Außenseiter. Genau. Gehen aber natürlich mit deinen Empfehlungen, die da lauteten in dem Rennen. Empire Storm, Combat Zone, Indomito. Wunderbar. Das war es dann auch schon von uns für heute. Vielen Dank, Peter. Ich wünsche Ihnen auch ganz viel Erfolg bei Ihren Wettdispositionen. Wir haben viele Aktionen, auch für Toto Wetter. Bei diesem fantastischen Renntag in Hoppegarten seien Sie mit dabei. Wetter wird ja nicht so schön. Schalten Sie Ihren Rechner ein, machen Sie den Monitor an, schauen Sie die Rennen bei uns an. Ich wünsche Ihnen Hals und Bein. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche und tschüss.